Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und heute sprechen wir in diesem Video über kommende MMORPGs für den Rest von 2024 und ein paar davon zumindest werden sich sehr wahrscheinlich auch ins Jahr 2025 verschieben. Es sind insgesamt 9 MMORPGs, die wir uns zusammen anschauen werden mit den grundlegenden Details, etwas Gameplay und einigen Informationen dazu. Also starten wir am besten direkt los. Im Hintergrund hattet ihr es bereits gesehen, das erste Spiel, mit dem wir beginnen, ist Throne and Liberty, zu dem ich auch schon das ein oder andere Video gemacht habe auf dem Kanal. Das Game erscheint für die Plattformen PC, PlayStation 5 und Xbox Series XS über Amazon Games. Die geplante Veröffentlichung ist am 17. September. Zuvor wird es noch eine offene Beta geben, zu der ihr euch alle anmelden könnt. Deswegen ich packe euch wahrscheinlich auch einen Link nochmal zur Webseite mit rein, damit ihr euch dafür anmelden könnt und selbst rausfinden könnt beim Spielen, ob das Game was für euch sein könnte. Das Game kommt von NCSoft und ist Teil der Lineage-Serie und zielt darauf ab, ein Next-Generation-MMORPG-Erlebnis zu bieten. Das Spiel verfügt über eine dynamische Welt mit Wetterbedingungen, die das Gameplay beeinflussen, groß angelegte Schlachten und eine tiefgründige Erzählung. Spieler können sich in Tiere verwandeln, um die Welt zu erkunden und an strategischen PvP- und PvE-Kämpfen teilnehmen. Also das Spiel ist vor allem mit dem Schwerpunkt unterwegs, dass es große Spielerschlachten ermöglicht und vor allem Gilden gegen Gildenkriege in großer Runde ablaufen lässt. Dafür gibt es Belagerungsgolems, es gibt eine eigene Festung, die man dann als Gilde haben kann. Man kann Zonen kontrollieren und so weiter. Also PvP spielt wirklich eine große Rolle in Throne and Liberty. Daneben gibt es aber auch Kämpfe gegen große Bossmonster, die in der Welt sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Typen und Arten davon, wo ihr dann wirklich mit vielen Spielern gemeinsam diese großen Monster erlegen könnt und dadurch auch Beute sammelt. Es gibt Dungeons, auch Dungeons mit PvP-Inhalt dabei. Ihr merkt also schon, es geht sehr viel in Richtung PvP und das muss einem natürlich gefallen. Wer Lineage 2 zum Beispiel gerne gespielt hat, wird natürlich hier bei Throne and Liberty, denke ich, sehr wahrscheinlich genau das finden, was er sich schon lange gewünscht hat. Und ansonsten gehen wir am besten weiter zum zweiten Titel in unserer Runde. Das nächste MMO, über das wir uns unterhalten wollen in unserer Liste, ist Dune Awakening. Das Spiel ist ein Survival-MMO, das in einer Open World angesiedelt ist. Und wer die letzten beiden Dune-Filme gesehen hat, der weiß auf jeden Fall, was für ein Setting hier vorzufinden ist. Es geht um einen riesigen Wüstenplaneten mit tödlichen Sandwürmern, aber es gibt auch viele weitere Gefahren. Und Dune hat eine lange Vorgeschichte. Es gab auch früher schon Filme drüber und Bücher oder ein Buch. Und auf jeden Fall eine große Marke, die von Funcom jetzt hier in einem Survival-MMO umgesetzt wird. Wer Funcom noch nicht kennt, die haben Titel gemacht wie Age of Conan oder The Secret World oder dann eben auch das erfolgreiche Conan Exiles. Und ich denke, gerade bei diesem Conan Exiles kann man einhaken und sagen, Conan Exiles und Dune Awakening werden sich einige Sachen teilen, beziehungsweise die Erfahrung von Conan Exiles wird Funcom mit in Dune Awakening verbaut haben und alles, was sie daraus gelernt haben aus Conan Exiles, wird auch in Dune in einer besseren Art und Weise zutage treten im Spiel. Da wurden auch schon mal Blaupausen erwähnt für die eigenen Gebäude, die man so bauen kann in diesem Dune Awakening. Mehr dazu jetzt aber mal kurz in der Übersicht, nämlich Dune Awakening kommt für die Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series XS raus. Denn Release-Datum ist noch nicht genau bekannt, also es wird 2024 erwartet, dass es erscheint. Es sieht auch viel danach aus. Es gibt einen Beta-Test, einen permanenten, der momentan läuft und ihr könnt euch auf der Webseite auch dafür anmelden. Die Spielerzahlen werden nach und nach vergrößert, das heißt, eure Chance wird immer mehr, dass ihr auch dann in diesem Beta-Test teilnehmen könnt. Ob es dann tatsächlich in 2024 releasen wird, ob es es schafft, steht noch in Frage. Was die Spielbarkeit angeht, es ist vom Preismodell noch nicht bestätigt. Ich gehe davon aus, dass es ein Buy-to-Play-Titel wird, so wie Conan Exiles. Das heißt, ihr kauft es einmal. Vielleicht gibt es dann irgendwie DLCs oder so dafür.
aber ich glaube nicht, dass es ein Free-to-Play-Game wird. Angesiedelt im Universum von Frank Herbert's Dune kombiniert Dune Awakening Open-World-MMORPG-Elemente miteinander. Die Spieler müssen auf dem Wüstenplaneten Arrakis überleben, Ressourcen sammeln, Unterkünfte bauen und die politischen Intrigen der verschiedenen Fraktionen bzw. den Häusern navigieren. Das Spiel verspricht eine expansive Welt mit bedeutenden spielergesteuerten Ereignissen und erzählerischen Entwicklungen. Es wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Ist also anders als bei Conan Exiles, da war ja hauptsächlich zumindest der Schwerpunkt auf der Ego-Perspektive. Hier ist die Third-Person-Perspektive. Man hat Schusswaffen, man kann auch im Nahkampf was machen, aber man hat auch diese übermenschlichen Kräfte sozusagen, die im Dune-Universum ebenfalls vorkommen. Es geht natürlich auch viel um Spice, was auf diesem Planeten diese besondere Ressource ist, die es abzubauen gilt. Dune Awakening möchte Content bringen für Spielerteams, Spielergruppen, die gemeinsam zum Beispiel dann raus in die Wüste gehen und Spice abernten möchten und sich natürlich als Team deutlich besser schützen können als jemand, der solo unterwegs ist. Es wurde allerdings auch gesagt, dass es tatsächlich eine Story geben soll in Dune Awakening. Es heißt, für Solo-Spieler soll wohl auch was dabei sein. Wie viel oder wie groß der Anteil an Solo-Inhalt in Dune Awakening sein wird, kann ich euch leider nicht sagen. Ich glaube, da ist noch nicht so viel im Detail bekannt bisher. Auf jeden Fall eher Richtung Spielerteams oder mehrere Spieler ausgerichtet. Die Serverinfrastruktur hört sich auch sehr spannend an. Es ist teilweise eine Welt, die sich durch Sandstürme tatsächlich verändert und neu angeordnet wird mit neuen Points of Interest. Die Karte wird quasi neu gemischt und es gibt andere Punkte, andere Orte und so weiter. Es werden Untergrund-Dungeons freigelegt und so weiter. Das heißt, es wird auch PvE-Content geben in Form von so Dungeons, in die man reingeht. Aber oben an der Oberfläche wird auch viel darum gehen, arbeitet man zusammen oder arbeitet man gegeneinander? Ja, wie ist es mit der Spice-Ernte? Macht man sich gegenseitig das Leben schwer oder hilft man sich, um das Zeug zu bekommen und sich dann immer weiter hochzuschwingen, sei es politisch oder sei es mit dem eigenen Reichtum? Hier wird es dann viel auf die Spielerinteraktion miteinander oder gegeneinander ankommen, wie der Content dann ausfallen wird, vor allem im Endgame. Im Endgame soll es ein politisches System geben, allerdings ist Stand heute, wo ich aufnehme, noch nicht so ganz glasklar, wie dieses politische System aussehen wird. Bekannt ist bereits, dass die Häuser, die man auch aus den zwei neuesten Filmen kennt, dass die hier auch eine Rolle spielen werden und auch die Anführer von diesen Häusern sogar hier in diesem Game vorhanden sein werden. Das Ganze spielt in einem Paralleluniversum. Da ist nämlich dieser Paul, der in dem Film die größte Rolle spielt, der ist in diesem Dune Awakening-Universum sozusagen nicht geboren und dementsprechend sieht das alles, was sich noch entwickeln wird in diesem Game, anders aus als das, was in den Filmen passiert ist. Gehen wir aber weiter zum nächsten MMORPG und gucken uns an, was uns da erwartet. Nummer 3 in unserer Liste ist Chrono Odyssey und dieses Game erscheint ebenfalls für PC, PlayStation 5, Xbox Series XS. Man hofft zumindest mit gutem Willen auf ein Release in 2024. Allerdings bin ich momentan etwas skeptisch, weil man immer mal wieder zwar was gehört hat in 2024 bisher, aber nicht durchgehend und nicht sich aufbauend, dass man tatsächlich glasklar sehen kann, okay, die wollen jetzt quasi in den Release oder in einen Test gehen. Es ist ein Hin und Her und ich weiß nicht, ob es 2024 noch was wird. Das Preismodell zu Chrono Odyssey ist noch nicht bestätigt, das heißt, man weiß nicht, ob Free-to-Play oder Buy-to-Play. Ich würde eher Buy-to-Play tippen jetzt von außen, aber bestätigen kann ich euch das nicht. Das Game ist von Npixel entwickelt und war eigentlich ursprünglich mit der Unreal 4 Engine unterwegs, hat dann aber sich lange verzögert, eigentlich jetzt mit der Veröffentlichung, die irgendwann bevorsteht, weil sie den Wechsel gemacht haben von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5. Und jetzt ist halt die spannende Frage, schafft es das dieses Jahr noch oder nicht? Es sieht auf jeden Fall bombastisch gut aus, wenn man sich die neuesten Gameplay-Szenen anguckt. Es wird eine interessante Erfahrung mit PvP und PvE-Erfahrungen
mit dem Fokus auf groß angelegte Kämpfe und die Erkundung verschiedener Umgebungen über unterschiedliche Zeitlinien hinweg. Das Gameplay bisher sieht wirklich fantastisch aus. Die Umgebung sieht richtig genial aus. Die Charaktere, die man sehen konnte, wirken richtig fein, richtig nice mit den Lichteffekten. Es gibt Pferde, auf denen man reiten kann. Man kann anscheinend auch zu See unterwegs sein. Aber die Kämpfe sind besonders actionreich und was die Gameplay-Szenen bisher hergeben, ist, dass es wirklich ein actionreiches Kampfsystem ist mit Blocken, mit Ausweichen, mit Abrollen und so weiter. Also hier könnte es tatsächlich sehr, sehr spannend werden. Vielleicht auch ein bisschen Souls-like-artiger, aber ich denke, dass es tatsächlich doch einen recht guten Abstand haben wird zu klassischen Souls-like-Games. Auf jeden Fall Erkundung eine große Rolle in diesem Game und man sieht auch auf der offiziellen Webseite, dass es hier verschiedene Mächte gibt, die am Werk sind. Ein Teil wurde auch auf Twitter mal kurz geteasert. Hier wird man sich in einen Konflikt zwischen verschiedenen unterschiedlichen Mächten begeben, die wahrscheinlich gegeneinander, teilweise vielleicht miteinander oder teilweise intrigant in Aktion treten werden. Das klingt für mich schon mal sehr, sehr spannend. Den Rest müssen wir in Zukunft dann sehen. Unser vierter Titel nennt sich Blue Protocol und auf der offiziellen Webseite seht ihr bereits, erscheint 2024, also ist immer noch geplant, dass das Game rauskommen soll. Wir wissen ja mittlerweile, es soll über Amazon Games hier bei uns im Westen gepublished werden. Man hat hier auch schon eine Testeranmeldung, das ist schon länger hier auf der Webseite präsent. Allerdings, meines Wissens, hat man aktuell keine genaue Ahnung, wann das Spiel erscheinen wird. Falls ihr mittlerweile ein Update habt oder genaueres wisst als ich, lasst es mich gerne in den Kommentaren unten wissen. Auf jeden Fall hier ein sehr stark Anime-inspiriertes Game. Ihr seht selber, wie das Ganze wirkt. Hier wird es eher als Online-Action-RPG bezeichnet. Es hat aber trotzdem relativ großläufige Zonen, wo einige Spieler unterwegs sind. Und ihr seht hier auch im Hintergrund teilweise schon ein bisschen das hier. Schon ja, größere Schlachten oder größere Bosskämpfe angepeilt werden. Also ich denke, man kann es schon in der Liste der MMORPGs aufführen. Wer den Artstyle mag, wird sich hier, denke ich mal, sehr, sehr wohlfühlen mit dem Game. Kurz zu den Details. Blue Protocol wird auch auf dem PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S erscheinen. Es wird ein kostenlos spielbares MMORPG werden. Free-to-play, also mit Ingame-Käufen. Der Entwickler von diesem Game ist Bandai Namco und es ist ein Cell-Shaded Sci-Fi MMORPG, das großen Wert auf eine atemberaubende visuelle Welt und fesselnde Kampfmechaniken legt. Das Spiel verfügt über eine reiche Erzählung, in der die Spieler die Geheimnisse ihrer Herkunft und der Welt um sie herum aufdecken müssen. Das Gameplay umfasst kooperative Multiplayer-Aktivitäten, Dungeons und groß angelegte Kämpfe gegen verschiedene Ende. Soweit, so gut, Leute. Wir gehen zum nächsten Titel in unserer Liste, nämlich das MMORPG Soulframe, beziehungsweise nehme ich es jetzt einfach mal in die MMORPG-Liste mit. Soulframe, da ist ja Warframe nicht weit und das stimmt auch, denn es ist von denselben Entwicklern, die auch Warframe gemacht haben. Wer Warframe schon gespielt hat, wird, denke ich mal, im gewissen Style und in dem Look and Feel einfach sich wiederfinden, auch mit Soulframe, wobei dieses Game hier tatsächlich grundsätzlich einen anderen Fokus hat als Warframe. Es ist zwar auch hier mit so Sci-Fi-artigen Einflüssen, allerdings ist der Hauptfokus auf dem Nahkampf und eben nicht auf Fernkampfwaffen und Geballer und so weiter. Es ist etwas langsamer, als sich ein Warframe spielt und nicht so flippig, aber es ist durchaus ein richtig geiles, interessantes Universum, was hier präsentiert wird mit Soulframe. Haben schon einige Trailer gezeigt, einige CGIs auch, dass das hier richtig spannend interessant werden könnte. Man hat auch schon Gameplay sehen können, das einem die Kämpfe ein bisschen mehr präsentiert. Und Action kommt auf jeden Fall nicht zu kurz bei diesem Spiel. Es gibt alles, was man sonst auch im RPG-Bereich so erwarten würde, dass man natürlich Gegenstände hat und seinen Charakter ausrüstet, seinen Charakter auch entwickelt im Laufe der Zeit. Ein interessanter Titel, kurz um nochmal hier die Details anzuschneiden. Soulframe kommt
für PC erstmal hauptsächlich raus. Die anderen Plattformen weiß ich momentan noch nicht, ob oder wann da was kommt. Ich denke mal, es wird auch für die Konsolen erscheinen. Geplante Veröffentlichung weiß man mittlerweile, glaube ich, noch nicht so ganz genau. 2024 glaube ich persönlich nicht, dass da was kommt. Ich denke eher, das wird sich ins Jahr 2025 verfrachten. Und man könnte jetzt hier annehmen, dass es kostenlos spielbar wird, weil eben Warframe auch kostenlos vermarktet wurde. Und die haben gute Erfahrungen damit, mit diesem System. Und ich denke, dass sie das ähnlich bei Soulframe handhaben werden wie bei Warframe. Hier gibt es wenige Stimmen, die ja quasi dagegen sind, wie sich Warframe monetarisiert. Zumindest meinem Eindruck nach ist der Großteil der Spielerschaft recht zufrieden, wie sich Warframe finanziert mit seinem Free-to-Play-Modell. Es ist eins von den faireren Systemen auf dem Markt und deswegen bin ich auch mal hier grundlegend optimistisch, dass Soulframe das hier auch gut umsetzen wird. Als nächstes sprechen wir über Arc Age 2 und das kommt für die Plattform PC, PlayStation 5 und Xbox Series XS raus, so ist es zumindest geplant. Und man hat eigentlich jetzt gedacht, dass es 2024 erscheint. Ob es das jetzt tatsächlich noch schafft in den nächsten Monaten, ist erstmal in Frage gestellt. Man weiß das momentan nie. Manchmal kommt irgendwas aus dem Nichts und erscheint dann doch. Deswegen relativ schwer zu prognostizieren, was noch in diesem Jahr passiert mit Arc Age 2. Es hat sich mal zurückgemeldet, hat ein bisschen was gebracht, ein paar Details, ein paar Gameplay-Szenen und so weiter. Aber dann ist es auch mal wieder verschwunden. Was wir wissen ist, Arc Age wurde, also der erste Teil wurde jetzt bei uns hier erstmal eingestellt. Das Spiel läuft nicht mehr. Wir gehen aber davon aus, dass Arc Age 2 auch mit einem Free-to-Play-Modell erscheinen wird und mit Ingame-Käufen funktioniert. So wie es dann auch Arc Age gemacht hat. Hoffentlich halt in einem faireren Rahmen, in einem Rahmen, der mehr Spaß macht, als es Arc Age hier beim westlichen Release getan hatte. Es ist die Fortsetzung, also mit Arc Age 2 zum beliebten MMORPG, das damals halt mal beliebt war, jetzt in 2024 überhaupt nicht mehr. Es hat natürlich eine verbesserte Grafik mit Unreal Engine 5, das seht ihr alle, und tiefergreifenden Gameplay-Mechaniken. Will das hier Verbesserung bringen im Vergleich zu Arc Age 1, das sieht man auch schon am Kampfsystem. Hier geht einiges ab, das sieht richtig gut aus, das macht richtig Spaß schon beim Zugucken. Die Spieler können eine Welt voller Abenteuer, Handwerk, Handel und groß angelegter PvP-Schlachten erwarten. Das Spiel verspricht eine immersive Geschichte und größere Freiheit für die Spieler beim Aufbau und der Verwaltung von Städten und Wirtschaften. Also Arc Age 1 hat es ja so besonders gemacht mit Fortbewegungsmitteln, mit dem Housing, mit dem Anbau von eigenen Rohstoffen, mit dem Transport von den Rohstoffen, mit dem Content, den ihr hattet auf See, dass ihr euch da mit Schiffen bewegen konntet, dass ihr tauchen konntet, da unten auch irgendwelche besonderen Sachen gefunden habt, dass ihr teilweise PvP eine Rolle gespielt hat, ihr auch euch gegenseitig die Rohstoffe klauen konntet, wenn ihr da irgendwas von Punkt A nach Punkt B gebracht habt und so weiter. Also solche Dinge, denke ich mal, wird man in Arc Age 2 auch wiederfinden, weil sie eben ein hervorstechendes Element waren beim ersten Teil. Und die Kämpfe sehen jetzt halt, wie ich finde, deutlich spektakulärer und besser aus, als man es vom ersten Teil gewohnt war. Da war das ja eher ein Tap-Targeting-System mit Button-Mashing. Hier scheint es jetzt tatsächlich ein actionreiches Kampfsystem zu sein. Grafisch natürlich brutal schön anzusehen. Aber wir müssen abwarten, was uns jetzt in Zukunft noch erwartet, wann der Release sein wird, wann sich dieses Game meldet, wann es einen Test gibt und wir alle mal reinschauen können. Wir gehen deshalb weiter zu Corepunk und auch hier habt ihr eine offizielle Seite, wo ihr euch schon mal anmelden könnt, im Forum aktiv sein könnt oder euch für die Beta eintragen könnt. Da gibt es ein kleines Formular. Wenn ihr daran interessiert seid, schaut auf der offiziellen Webseite vorbei. Kurz zu den Eckdaten des Games. Es kommt jetzt zumindest erstmal nur für den PC. Es soll ein Early Access geben. Bis Ende 2024 soll das starten. Es werden gerade noch Tests abgehalten. Falls euch das Game interessiert, schaut bei mir auf dem Kanal vorbei. Ich habe das Game jetzt schon in beiden Tests gespielt und konnte mir einen ersten Eindruck davon verschaffen. Falls ihr da meine Meinung hören möchtet, checkt die beiden Videos ab.
Man hatte eigentlich ursprünglich geplant, das Spiel als Buy-to-Play-Modell rauszubringen mit einem bezahlten Battle Pass, aber das war's dann. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da umschwenken werden, aber ich gehe mal davon aus, dass als Early Access rauskommt, wird es so bei diesem Modell bleiben. Das heißt, man kauft den Early Access und ist dann dabei im Club und dann vielleicht immer wieder einen Battle Pass mit, den man nehmen kann, wenn man denn das Spiel genießt. Es ist ein, um mal kurz auf die Details einzugehen, ein Hybrid-MMORPG, das Open-World-Erkundung mit tiefgehender Geschichte und strategischen Kämpfen kombiniert. In einem Cyberpunk-Universum angesiedelt bietet das Spiel eine nahtlose Welt, in der die Spieler erkunden, Quests abschließen und an PvE und PvP-Aktivitäten teilnehmen können. Das Spiel zielt darauf ab, eine einzigartige Mischung aus Top-Down-Action und traditionellen MMORPG-Elementen zu bieten. Und das kann ich nur noch mal unterstreichen. Man hat es beim Anspielen halt tatsächlich gemerkt, wie stark die MOBA-Einflüsse hier sind, die Top-Down-Perspektive, aber auch der langsamere Kampf, der strategischere Kampf ist hier sehr stark hervorzuheben. Es ist kein Hack-and-Slay-Game. Hier geht es nicht so zur Sache. Es ist eher vergleichbar mit einem MOBA. Und so muss man es auch nehmen. Es ist ein MMORPG. Es hat eine Open World. Es geht wirklich sehr, sehr viel ums Crafting. Also wirklich ein großes Hauptgewicht hier aufs Crafting gelegt. Besonders bei den ersten Stunden, die ich jetzt gespielt habe, ging alles um Rohstoffe, ging alles darum, dass man sich irgendwas zusammenbaut, sich irgendwie Nahrung sammelt und irgendwie sich was kocht und ans Lagerfeuer setzt, um sich wieder zu regenerieren und Quests absolviert und so weiter. Das ist der Schwerpunkt von diesem Game. Wer das mal abchecken will, einfach, ich würde euch wirklich ans Herz legen, versucht da in den Test reinzukommen und euch selbst ein Bild zu verschaffen. Bei einem Mix wie diesem, der tatsächlich noch nicht so wirklich häufig versucht wurde am Markt. Ja, das muss ich Cyberpunk sehr stark zugute halten. Sie versuchen was Neues zu mixen. Sehr interessant auf jeden Fall. Es ist von der Qualität sehr hochwertig, von den Sounds, von der Grafik, von den kleinen Details sehr, sehr feines MMORPG bereits jetzt. Aber man muss es tatsächlich mögen. Und deswegen selbst ausprobieren wäre meine Devise hier für euch, anstatt blind zu kaufen. Denn hier kann man dann tatsächlich wirklich ins Klo greifen. Allerdings, wenn man es über Steam holt, kann man ja auch mal eine Stunde reinschauen und dann einen Refund machen, wenn es einem nicht zusagt. Wir gehen weiter zum vorletzten Titel, nämlich Bellatoris, The Ultimate Medieval Warfare. Und dieser Untertitel sagt uns ja schon einiges. Das heißt, es geht ums Mittelalter und es geht um große Kriege. Und wie ihr bei mir jetzt im Hintergrund schon auf der offiziellen Webseite sehen könnt, seht ihr eben, dass es hier einen Mad King Heinrich gibt. Also hier wird sehr viel, denke ich mal, von dem westlichen Mittelalter, was so abgelaufen ist, ist sehr viel inspiriert davon. Man sieht es auch grafisch, wie es dargestellt wird. Also obwohl es jetzt in Asien entwickelt wird, hier in Bellatoris, ist es vom westlichen Mittelalter hier stark inspiriert. Und wer dafür natürlich was übrig hat, wird hier auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Man hat jetzt noch nicht allzu viel gesehen zu diesem MMORPG. Ihr seht hier hinten im Hintergrund eine große Map auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Häuser, wie ihr bereits sehen könnt. Hier haben wir eine kurze Preview zum Beispiel zum Kampf. Es ist kreativer und strategischer Kampf, wie ihr im Hintergrund seht, um es mal kurz zu übersetzen. Und the combats in Bellatoris are not constrained by the equipment you wear. In actual combat you can be equipped with plate armor and a sword and suddenly use magic to fight your enemies. Also ein sehr flexibles Kampfsystem, aber auch sehr actionreich, wie man im Hintergrund schon anschauen kann. Die Charaktere haben keine Levels und Spieler können frei entwickeln, ja, welche Fähigkeiten sie nutzen und im Kampf zum Einsatz bringen. Das klingt doch schon mal interessant. Was ich hier grafisch sehen kann, sieht sehr, sehr fein aus. Um noch kurz ein paar Eckdaten abzugrasen. Es kommt vorerst für die Plattform PC raus. Ob es 2024 noch was wird, steht stark in Frage. Ob es kostenlos spielbar wird, kann ich euch nicht sagen. Ich gehe auch davon aus, dass es ein Buy-to-Play-Modell werden könnte. Es ist eine mittelalterliche Sandbox mit Unreal Engine 5
und hat sich auf groß angelegte PvP-Schlachten und eine realistische mittelalterliche Umgebung konzentriert. Die Spieler können an Belagerung teilnehmen, Allianzen bilden und verschiedenen Berufen und Handwerken nachgehen. Das Spiel legt Wert auf spielergesteuerte Inhalte und eine dynamische Welt, in der Handlungen dauerhafte Konsequenzen haben. Ich sehe hier bei Bellatoris ja schon Parallelen ein bisschen mit Throne and Liberty, was den Schwerpunkt angeht, nämlich PvP und spielergenerierten dynamischen Content sozusagen. Sind wir gespannt, was uns da demnächst vielleicht erwartet. Last but not least, bevor der Aufschrei kommt, ich weiß, dass Crimson Desert kein MMO ist, kein klassisches, aber ich habe es einfach mit in diese Liste genommen, weil ich denke, dass es viele Fans von MMORPGs abholen könnte. Es ist eher mehr eine Single-Erfahrung, eine Solo-Erfahrung mit Multiplayer-Elementen. Es gibt Multiplayer in Crimson Desert, so ist es geplant. Es sollte ja schon, oder zumindest hat es den Anschein gemacht, dass es in den vorigen Jahren schon releasen wollte, aber aus irgendwelchen Gründen es dann doch nicht getan hat. Das Ding kommt von Pearl Abyss. Pearl Abyss, ne, Crimson Desert, Black Desert. Die haben Black Desert das MMORPG gemacht und wer Black Desert kennt, der wird bei Crimson Desert extrem viele Parallelen sehen. Sei es grafisch von dem ganzen Artstyle, aber auch von den Monstern, die teilweise drin sind, die Trolle oder so, was man hier sieht. Also da sehr viel, wie die Welt wirkt, das hat man sehr viel von Black Desert eigentlich. Wenn man Black Desert gezockt hat, sieht man einfach, okay, ja, das ist hier, ich verstehe, woher das Ding kommt, ja. Und es sieht halt mega, mega interessant aus. Die Trailer, die Gameplay-Szenen, die bisher rausgekommen sind, sind ultra beeindruckend, wie ich finde. Dieser Ritt auf dem Drachen da oben drauf, diese Mega-Belagerung teilweise und was so stark charakteristisch rübergebracht wurde, wie der Trailer einfach sein Storytelling hatte, hat mir mega viel Spaß gemacht, das anzuschauen und hat meine Vorfreude definitiv gesteigert auf dieses Game. Besonders so der Kampf, der actionreiche Kampf, hat eine sehr krasse Wirkung auf mich gehabt, wenn man das sich hier anschaut. Mit einfach, man kann die Feinde so halten und erstmal das bedrohen, dann sich doch entscheiden, den abzustechen, sozusagen hier dann so Kick-Moves, ja, so Kung-Fu-Zeugs und werfen kann man teilweise die Feinde mit Fackeln irgendjemanden anzünden und so weiter. Also hier ist wirklich krass was geboten und grafisch sieht das Teil natürlich auch megamäßig aus. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Spiel einfach spielen wird, wie es aufgebaut wird, welche Systeme dieses Game bietet, welche Motivatoren es geben wird, also aufleveln, wie baut man seinen Charakter aus, kann man einen Charakter erstellen, wie kann ich den erstellen, kann ich auch was anderes spielen als ein Mensch. Werde ich auf so einem Drachen tatsächlich reiten können? Worum geht es eigentlich da storytechnischer? Was erwartet uns da? Und was wird dieser Charakter, den wir dann wahrscheinlich hier spielen, was wird er alles erleben? Und wie wird diese Welt einfach aussehen? Ich finde das sehr, sehr spannend, was da bereits angeteasert wurde. Und deshalb freue ich mich mega, wenn wir mal mehr zu Crimson Desert erfahren werden. Und in diesem Sinne, Leute, danke ich euch ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video bald mal wieder. Lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und euch ein bisschen was gebracht hat. Teilt es auch gerne mit euren Freunden, die auch MMORPGs lieben und sich auf das ein oder andere Game freuen möchten. Und dann sage ich Dankeschön und bis bald.